Hi Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Basti Depressiva. Ich habe ja in meinen bisherigen Videos schon öfter darüber geredet, wie gefährlich soziale Isolation sein kann. Deshalb habe ich für euch mal ein paar Tipps ausgearbeitet, mit denen es euch leichter fallen soll, Kontakte zu knüpfen oder sogar Freunde zu finden. Als ersten Punkt habe ich die gemeinsamen Interessen. Die einfachste Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, ist, sich an Orten aufzuhalten, an denen Dinge gemacht werden, die man selbst gerne macht und die man auch alleine machen würde normalerweise. Es können zum Beispiel Sportvereine sein, oder Tanzschulen oder auch Selbsthilfe-Communities. Im Internet gibt es Portale wie Meetup oder Nachbarschaftsportale, wo man auch auf die Suche nach Gleichgesinnten gehen kann. Außerdem solltet ihr auch in der Uni oder auf der Arbeit die Augen offen halten, denn da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, die euch dabei helfen können, neue Leute kennenzulernen. Bei diesem ersten Punkt geht es mir vor allem darum, dass ihr sozusagen ins kalte Wasser geschmissen werdet, dass ihr direkt in Kontakt kommt mit fremden Menschen. Gerade wenn ihr zurückhaltend seid, gerade bei kleineren Gruppen, zum Beispiel bei Sportmannschaften, gibt es immer so eine Art Host, so eine Art Moderator, also in Sportmannschaften zum Beispiel ein Trainer. Oder an irgendwelchen Selbsthilfeveranstaltungen dann auch jemand, der sozusagen das Ganze leitet. Es gibt zum Beispiel Vorstellungsrunden oder angeleitete Diskussionsrunden. Gerade im Mannschaftssportbereich habt ihr im Training natürlich auch immer wieder Übungen, die in Zweierpärchen durchgeführt werden müssen. Ich kenne das vom Fußball sehr gut. Da wird man dann quasi direkt in diese soziale Gruppe reingeschubst, ob man will oder nicht. Raus aus der Komfortzone und dann hat man direkt die ersten Berührungspunkte. Der einzige Nachteil an dieser Sache ist natürlich, dass ihr euch irgendwo anmelden müsst und dass ihr erstmal hingehen müsst zu diesem Training oder zu dieser Gruppe oder wohin auch immer. Und gerade zurückhaltende, schüchterne Menschen haben damit natürlich ein Problem. Ich kann euch dazu nicht allzu viel sagen, aber es hat natürlich definitiv was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich will euch auf jeden Fall Mut machen in dieser Hinsicht. Bis vor ein paar Jahren war ich auf jeden Fall selbst noch sehr zurückhaltend. Ich musste mit der Zeit auch einfach lernen, dass man Selbstvertrauen nicht von heute auf morgen entwickeln kann, sondern dass es ein sehr langwieriger Prozess ist, bei dem man auch aktiv mitarbeiten muss. An dieser Stelle nur so viel: Stellt euch immer wieder kleineren Herausforderungen, steigert euch langsam. Und wenn ihr da am Ball bleibt, werdet ihr auch merken, dass euer Selbstvertrauen immer weiter wächst. Einzelsportarten wie zum Beispiel Kraftsport in einem Fitnessstudio würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde es euch empfehlen, ich mache es ja selbst, aber nicht unbedingt mit der vorrangigen Intention, da Freunde zu finden oder in irgendeiner Weise Kontakte zu knüpfen. Nach meiner Erfahrung sind Kraftsportler oftmals sehr fokussiert auf ihr Training, sehr konzentriert. Und sind nicht zwangsläufig da, um Leute kennenzulernen. I'm not here to talk ist ja zum Beispiel dieses gängige Motto unter Bodybuildern. Den zweiten Punkt habe ich einfach mal alte Bekannte genannt. Damit meine ich einfach, dass ihr mal überlegen solltet, ob es in eurem Umfeld vielleicht eingeschlafene Kontakte gibt, die ihr vielleicht reaktivieren könnt. Das können zum Beispiel ehemalige Mitschüler sein oder ehemalige Arbeitskollegen oder Trainingspartner oder was auch immer. Vielleicht ist ja auch gar nicht unbedingt was Schlimmes zwischen euch vorgefallen in der Vergangenheit. Vielleicht hast du einfach nur vergessen, dass du diesen Kontakt hast. Vielleicht war derjenige auch einfach für längere Zeit im Ausland oder war beruflich so eingebunden, dass Treffen kaum möglich waren. Ich weiß auf jeden Fall, wovon ich da spreche. Ich habe nämlich selbst einen besten Freund, der selten Zeit hat. Shoutout geht auf jeden Fall raus an meinen besten Freund Max an dieser Stelle. Mein dritter Punkt ist die Offenheit. Ich weiß, dass man als schüchterner Mensch dazu neigt, in seiner Komfortzone zu bleiben. Man macht sich einfach rund um die Uhr tausende Gedanken und hat ständig die Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder zu machen oder irgendwas Peinliches. Aber wenn es darum geht, neue Kontakte zu knüpfen, gilt auf jeden Fall immer die Maßgabe, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dementsprechend solltet ihr einfach jede Chance nutzen, die sich euch bietet. Wenn euch also jemand anspricht, euch irgendeinen Vorschlag macht oder euch zu irgendwas einlädt, dann versucht erstmal darauf einzugehen, blockt es nicht direkt ab. Natürlich kann sowas auch von irgendwelchen Staubsaugervertretern kommen oder von den Zeugen Jehovas. Dann sagt bitte definitiv nein, aber versucht einfach, euch öfter auf Dinge einzulassen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Der Ja-Sager kennt mit Jim Carrey. Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Der vierte Punkt ist am Ball bleiben. Wenn ihr es erstmal geschafft habt, einen Kontakt zu einer Person aufzubauen, dann solltet ihr auch einiges dafür tun, den beizubehalten bzw. den noch weiterzuentwickeln, damit dann im besten Falle eine Freundschaft daraus werden kann. Natürlich soll eine Freundschaft auch keine Einbahnstraße sein, also ihr sollt nicht der Einzige von beiden sein, der da was rein investiert. Aber am Anfang müsst ihr, glaube ich, einfach mehr tun als der andere, weil ihr ihn ja sozusagen erobern wollt. Das ist halt im Prinzip so ähnlich wie bei der Partnersuche. Ihr solltet am Anfang recht viel investieren, ohne denjenigen aber zu bedrängen. Und wenn ihr dann aber merkt, da kommt in absehbarer Zeit nicht wirklich was zurück, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der andere nicht wirklich das gleiche Interesse hat wie ihr. Ihr solltet euch klar machen, dass es unglaublich viele Definitionen von dem Begriff Freundschaft gibt.
Es gibt Menschen, die sehen Freundschaft eher als etwas Oberflächliches. Es gibt Menschen, die sehen es eher als etwas Materielles. Es geht vielleicht um Networking, um Vitamin B. Ich glaube, es gibt eher wenige Menschen, die so richtig Bock haben auf das volle Freundschaftsprogramm sozusagen, mit allem Drum und Dran, mit regelmäßigen Treffen, mit regelmäßigen Unternehmungen und so weiter. Macht euch also am besten nicht immer so super große Hoffnung, wenn ihr jemanden kennengelernt habt. Das kann halt auch dann sehr nach hinten losgehen. Und ich weiß, es ist manchmal leichter gesagt als getan, aber versucht einfach cool zu bleiben. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Der fünfte und letzte Punkt ist Engagement. Wenn du Leute wirklich kennenlernen willst und sie von dir überzeugen willst, dann musst du oft in Vorleistung gehen. Das heißt, du musst versuchen, dich in irgendeiner Weise einzubringen, dich nützlich zu machen, dich beliebt zu machen. Du könntest zum Beispiel anbieten, bei einem Umzug zu helfen oder eine bestimmte Veranstaltung zu organisieren. Ich habe meine jetzige Freundin zum Beispiel von mir überzeugt, indem ich damals das Flughafen-Shuttle für sie gespielt habe. Ich habe sie also zum Flughafen gebracht, als sie geflogen ist. Und als sie dann wiederkam, habe ich sie vom Flughafen auch wieder abgeholt und nach Hause gebracht. Doppeltes Shoutout an meine Freundin an dieser Stelle. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Versucht irgendwie euch einzubringen, versucht irgendwo mitzumischen. Die Leute müssen halt erstmal auf euch aufmerksam werden und realisieren, dass ihr da seid. Und dann kommt alles weitere. Nochmal die kurze Zusammenfassung für euch. Sucht gemeinsame Interessen, reaktiviert alte Bekannte, seid offen, bleibt am Ball und zeigt Engagement. So, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was jetzt kommt. Ich will natürlich Vorschläge von euch. Habt ihr noch bestimmte Taktiken, bestimmte Strategien, wie man neue Leute kennenlernt, wie man vielleicht sogar Freundschaften entwickeln kann? Schreibt es mir bitte wie immer in die Kommentare. Ich werde natürlich auf jeden Kommentar wieder antworten. Denkt bitte ans Abonnieren und an die Alarmglocke. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.